Josip Grbavac, genannt Brazzo, ein einfacher, bescheidener Mensch, der für seine Tätigkeit kein Geld nimmt, sondern dies als Berufung sieht. Ich beschäftige mich seit über 15 Jahren mit geistigem Heilen. Ich habe weit über 1000 Heiler persönlich kennengelernt und Brazzo ist hierher eingeladen worden, weil er unter diesen 1000 nach meinem persönlichen Eindruck tatsächlich eine Ausnahmeerscheinung darstellt. Ich habe einfach einen Menschen gesehen, den ich eigentlich mag und nicht kenne. Ich schaue ihn an und finde, den mag ich, sehr sympathisch. Man hat gemerkt, hier fließt Energie durch den Raum. Aber ich weiß, dass eine große Kraft von ihm ausgeht. Und ich habe mir damals auch eine DVD gekauft und die habe ich immer wieder angeschaut, was für mich total untypisch ist, weil ich, wenn ich einen Film einmal sehe, interessiert mich das nicht mehr. Und die habe ich immer wieder angeschaut und habe wieder durch seinen Blick diese Ruhe empfunden. Und obwohl ich keine Frühaufsteherin bin, aber heute bin ich um 5 Uhr aufgestanden, um da zu sein, um ja dran zu kommen, beziehungsweise um ja hier hereinzukommen. Aber habe ich das richtig verstanden? Dadurch, dass Sie das Video angesehen haben, haben Sie was gespürt, einfach nur durchs Ansehen? Ganz genau. Nur durch seinen Blick habe ich wieder so eine Ruhe in mir bekommen. Also nur durch das Video, genau. Das kann man nicht beschreiben. Das ist so ein Glücksgefühl und sowas, wie soll ich das sagen, herrlich. Ich habe eine Wärme gespürt, weil ich selbst ein Heiler bin. Und er bewirkt so positiv aus bei natürlich verschiedenen Krankheiten und anderen psychischen Beschwerden. Er ist ein sehr fähiger Mensch. Wissen Sie, in meinem Kulturkreis, wo meine Eltern herkommen, aus Indien, da kennt man Darshan. Darshan ist die Heilung durch den Augenkontakt mit einem erleuchteten Wesen. Selbstverständlich halte ich das für möglich. To je kao s oblacima. Ljudi obično govore što ćemo, kako ćemo, nadali su se oblaci nad nama, a ja im stalno pokušavam objasniti da nas oblaci samo podsjećaju da sunce moraju nositi u sebi, da treba biti s njima i da je sreća kada ga pokažu u njihovim očima. Oblaci nas uče, sunce u nama. Als der berühmte indische Swami auf dem Zagreber Flughafen gelandet ist, hat Brazzo die Verbindung mit ihm gespürt. So lud er den Swami auf den Srebrenjak ein. Und der Swami kam. Er besuchte sogar zweimal diesen Ort der Liebe und sprach dort im Bambusgarten sein Gebet. Er aß mit Brazzo und seinen Freunden zu Abend und er erzählte ihnen allen von seinen und er schenkte jedem einen Teil seiner Liebe, besonders Brazzos Sohn Andalon. Beim Auf Wiedersehen konnte er seine Gefühle nur in einem Satz zusammenfassen. Ihr seid meine lieben Menschen hier am Srebrenjak. Yes, very nice. Gute very Menschen good. Sind hier. Good und sie machen us. Alles auf eine sehr gute Art und Weise. Alles, was gut ist, ist Gott. Und alles, was Gott ist, ist gut. Good is a God and God is a good. Wir sind die Atmosphäre von den Leuten fand ich auch schön. Also das ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl gab, ne? Dass es nicht mehr so trennend war. Vielleicht ist dieser Blick, der was zusammen macht. Das ist gut. Er hat auf mich aufgepasst, mich behütet. Er hat mich wie sein Kind behandelt und noch etwas mehr als das. Er war ununterbrochen mit mir verbunden und behütete mich. Ja sam jednostavno
Ich hatte einfach jemanden getroffen, von dem ich glaubte, dass er ähnliche Ansichten über die inneren geistigen Werte wie ich hatte. Damals dachte ich so und heute weiß ich es, dass er eine Persönlichkeit war, die mir sehr ähnlich war, bei der ich einen inneren Frieden finden kann. Wir haben immer Sehnsucht nach ihm, dem Sichtbaren und Unsichtbaren. Wir sind gekommen, damit er uns aus seiner Schatzkammer der Liebe Liebe schenkt. Und er gibt, selbstlos und in aller Stille. Jeden Tag ist er für uns da, wegen uns, um uns mit seinem Dasein zu umarmen, um uns den Weg im Leben zu weisen, um uns zu helfen, das Verlorene wiederzufinden, uns selbst. Damit wir inneren Frieden spüren, diesen herrlichen Frieden, und dass wir uns irgendwann selbst finden, dass wir begreifen, dass wir alles haben, denn es ist in uns alles Glück und Lebensfreude. We remember it. When you taste it, you remember it. Yeah, wait, this is us. This is what we come from. He reminds us of that when he looks at us and gazes at us. It's like one love. The beautiful thing about him is it has nothing to do with what we're used to in healers and gurus and, I mean, nothing. I've never felt it before in this way. And there's no dogma, which I really appreciate. No dogma. It's just pure love, compassion. Ursprung bringt. Eine Stimme in mir meldete sich, als ich bei der ersten Sitzung des Ansehens war. Ich hatte den Beweis für all das, was ich seit meiner Jugend von mir weiß. Es war so rührend, dass mir die Tränen flossen. Ich konnte sie nicht aufhalten und ich hatte das Gefühl, dass mir seine Energie seit jeher bekannt sei. Ich wusste, das bin ich, wie die Musik, die ich mochte, als ich klein war. Ich werde spielen. Ich bin Klavierspielerin, doch ich hasse es zu üben. Ich spiele ein Konzert, aber übe später nicht mehr. Es macht mich verrückt. Das ist für dich, Vater. Kann ich anfangen? For the first time ever since I've seen Bratz in October, I've been practicing the piano every day. Als ich im Oktober Bratzo zum ersten Mal gesehen habe, seither übe ich, jeden Tag. Nicht aus dem Grund, dass es nötig ist. Es ist, weil ich weiß, dass das mein Geschenk ist und dass es aus mir kommt. Viele, die zu meinen Konzerten kommen, sagen in Tränen, dass es für sie heilend war. Ich spiele gerne klassische Musik. Manchmal ist es sehr unangenehm für mich, bei dem Applaus die Männer in der ersten Reihe verheult zu sehen und die Frauen, denen die Schminke verlaufen ist. Ich habe mein Gleichgewicht wieder, seit ich weiß, was ich bin und dass es so sein muss. And he totally reconnected with the essence of my being. This is why I'm on earth. This is why I'm here. This is powerful. This lines up with everything from my childhood up. I think it can go more.
Es kann nicht stärker sein. Wenn ich in Brazos Nähe bin, stimmt sich meine Energie automatisch mit seiner ein. Ich spüre automatisch, wie sich meine Energie verändert. Es ist etwas wie ein Reflex. Ich habe auch bemerkt, dass es für mich viel besser während der Sitzung ist, die Augen geschlossen zu halten. So muss ich nicht darüber nachdenken, wie ich ihn anzusehen habe, oder seine Aura oder das Licht um ihn herum. Ich fühle, wie schön sein Blick ist, aber ich möchte noch mehr fühlen. Das, was man nicht sieht. Es ist für mich sehr wichtig, in Gottes Nähe zu sein. Brazo ermöglicht uns allen diesen Einklang. Er ist der Katalysator, der das ermöglicht, um sich wieder daran zu erinnern, wer wir sind, um das Göttliche in uns zu fühlen und dessen jeden Tag bewusst zu sein. Vollkommen außerhalb der Normen und Grenzen, die uns die Außenwelt auferlegt hat. For us to all remember who we are, the divinity within inside of ourselves, and to begin living that divinity every single day, outside of the limitations that society or mankind has placed upon us. Ich fühle, dass ihn etwas Göttliches zu uns geschickt hat, um uns daran zu erinnern, wer wir sind. Help us to remember who we are. Ich fühle das Licht und Liebe durch ihn strömen, die uns zu unseren wahrhaftigen Werten bringen. Er ist der Katalysator, der es möglich macht, dass wir uns an das Göttliche in uns erinnern und uns dessen täglich bewusst sind. Brazo bringt uns wieder in das Gleichgewicht, in dem wir mit mehr Liebe und Bewusstsein leben, mitfühlen mit der ganzen Menschheit. Er ist in Vollkommenheit verbunden mit meinem Sinn und Zweck. Das ist der Grund.